Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Elder Scrolls Online. So, beschaff Jutefaser mit 3 von 10. Ach ja, auch der sieht ja lustig aus. Der auch. Jutefaser. Dann machen wir das doch. Genau, wir wollten ja Schneider. Dings da. So werden wir das machen. Jutefaser. Schau mal weg. Ich bin hier falsch. ja. So, hier gibt es. Hier, dann brauche ich nur noch einmal, dann komme ich dazu. Gut, abgeschlossen. Sucht nach Jutefasern. Sprech mit Melanita. Melanita. Warte, den nehme ich noch mit hier. Jute kann man nicht hier nur haben. Wo war die denn? Will ich meine Kiste hier verstecken? Ja, so, für mich. Dann lasst euch nicht aufhalten. So, Melanit. Sucht in grasbewachsenen Gebieten in der Wildnis nach Jutefasern. Wenn ihr euch gründlich umschaut, solltet ihr genug davon finden können. Hier ist Jute. Jutefasern gibt es mehr als reichlich, wenn man nur weiß, wo man danach zu suchen hat. Kaut nur nicht darauf herum. Das kann einen ganz schön verwirren. Also, kaut nicht darauf herum. Ich habe die verirrte Jute. Was soll ich damit tun? Geht zu einem Schneidertisch und stellt ein paar Jute-Handschuhe her. Ihr solltet nicht viel veredelte Jute brauchen. Vergesst das Stilmaterial nicht. Ihr könnt es bei allen Schneidern kaufen oder selbst eines sammeln. Okay, was ist Stilmaterial? Alle Völker haben ein traditionelles Material, das sie in ihre Waffen und Rüstungen einarbeiten. Das kaiserliche Stilmaterial ist zum Beispiel Nickel. Ich sollte das wissen, denn im Legionslager wurde es Tag für Tag haufenweise verarbeitet. Welches Stilmaterial brauche ich? Das Stilmaterial der Bretonen ist Molybdän. Zeigt mir, was ihr damit anfangen könnt. Okay, wie erlerne ich die Stile anderer Völker? Ihr könnt erlernen, mit dem Stilmaterial eines anderen Volkes zu arbeiten, indem ihr die Bücher über die kulturellen Stile der Völker lest. Sie sind recht selten und meist im Besitz von Sammlern. Haltet auf euren Reisen Ausschau nach ihnen. Gut. Dann, was sollte ich machen? Jutehandschuhe herstellen. Ja. Abgeschlossen. Ja, hier. Stellt ein paar Jutehandschuhe her. Ihr werdet veredelte Jute und ein Stilmaterial brauchen. Ja. Schneider verkaufen solche Materialien, falls ihr... Hier sind sie. Okay, da hat sie jetzt keinen Ton.
Ihr wisst schon, dass ich eine Meisterschneiderin bin. Und trotzdem habe ich ein paar Jutehandschuhe. Sie halten in der Nacht die Hände warm. Manchmal sind die einfachsten Dinge zugleich die besten. Gut, ich bin bereit für unseren nächsten Schritt. Hervorragend. Jetzt zum Verwerten. Man kann vieles aus dem Verwerten der eigenen Arbeiten lernen. Und sogar noch mehr, wenn man fremde Arbeiten verwertet. Geht zu einem Schneidertisch und verwertet eure Handschuhe oder irgendetwas anderes. Aber tut es an einem Schneidertisch. Okay, machen wir. Ja, ich weiß ja schon Bescheid. Im Umgang mit Nadel und Faden seid ihr mehr als geübt. Ich wäre stolz, euch eine Kollegin nennen zu dürfen. Ja, ich bin bereit, als Schneiderin zertifiziert zu werden. Schon fertig. Ihr könnt ab jetzt Schneiderschriebe erfüllen. Ich freue mich schon darauf, weitere Arbeiten von euch zu sehen. Vielen Dank. Ja, ich hätte auch Interesse an einer Schreinerzertifikat. Ein guter Schreiner sieht schon das Endergebnis noch, ehe er das erste Stück Holz zurechtschneidet. Aber ich kann euch nicht zwei Handwerke gleichzeitig lehren. Wenn ihr euch ganz und gar eine Ausbildung verschreibt, dann zertifiziere ich euch. Kann ich das jetzt machen oder nicht? Ich möchte wissen, ob ihr einen Ahornbogen herstellen könnt. Erst erntet ihr etwas unbearbeitetes Ahornholz. Dann veredelt ihr es an einer Schreinerbank zu geschliffenem Ahornholz. Zum Schluss nehmt ihr das geschliffene Ahornholz und macht daraus einen Ahornbogen. Ihr werdet mich zertifizieren, wenn ich einen Ahornbogen herstelle? Auf jeden Fall. Die Herstellung von Bögen ist knifflig. Zeigt mir, dass ihr dieser Herausforderung gewachsen seid und ich zertifiziere euch mit Freuden. Doch erst müsst ihr mir ein Bündel unbearbeitetes Ahornholz besorgen. Ja, ich habe schon Ahornholz. Bringt das unbearbeitete Ahornholz zu einer Schreinerbank. Falls ihr genug habt, könnt ihr es zu geschliffenem Ahornholz veredeln. Kehrt zu mir zurück, sobald ihr das getan habt, und dann sprechen wir über die Herstellung eines Ahornbogens. Genau genommen habe ich auch schon das geschliffene Ahornholz. Stellt an einer Schreinerbank einen Ahornbogen her. Ihr werdet geschliffenes Ahornholz brauchen und auch ein Stilmaterial. Sammelt das Stilmaterial irgendwo selbst oder kauft euch eines bei einem Schreiner? Ja, ich würde mal einen herstellen. Ich arbeite am liebsten mit Ahorn. Er ist verlässlich, reichlich vorhanden und nur selten voller Wespen. Ich habe das geschliffene Ahornholz. Was mache ich jetzt? Stellt an einer Schreinerbank einen Ahornbogen her. Ihr werdet geschliffenes Ahornholz brauchen und auch ein Stilmaterial. Sammelt das Stilmaterial irgendwo selbst oder kauft euch eines bei einem Schreiner? Okay, Stilmaterial. Alle Völker haben ein traditionelles Material, das sie in ihre Waffen und Rüstungen einarbeiten. Das kaiserliche Stilmaterial ist zum Beispiel Nickel. Ich sollte das wissen, denn im Legionslager wurde es Tag für Tag haufenweise verarbeitet. Gut, Schrein. Wieso soll ich jetzt da was kaufen? Ich habe doch, ich muss doch nur schreinern. Okay, wir machen das. Ist halt so. Damit war es. Zertifikationen bekommen. Hört her, Kartenhaie und Sammler. Stellt eure Schleue und euren Mut bei einem brandneuen Kartenspiel auf die Probe. Ruhmesgeschichten. Kann ich euch behilflich sein? Ledermacher. Okay. Siehst du das hier mit Karten oder so, ne? Nein. Im Moment. Hey, Kotan Bärenmeister. Selbst mit den Alchemisten, die hier in der Mühle kampieren. Was habt ihr anzubieten?
immer von allen fünf. Stein. Nickel. Zidieren. Was soll ich denn schon? Ist egal. So, und jetzt? Nähert euch mir nicht. War die denn jetzt noch? Jetzt habe ich das den Weg verpeilt. Oh Mann, ich hab mich verirrt. Guck auf die Karte. So, dann kriegen wir einen Schrein. Das andere interessiert mich nicht. Ah, da ist sie ja, Millenit. Stellt einen Ahornbogen her. Hab ich. Ein guter Bogen kann einen im Leben weit bringen. Das Herstellen guter Bögen bringt einen noch viel weiter. Okay, ich bin bereit für den nächsten Schritt. Hervorragend. Jetzt können wir über das Verwerten sprechen. Okay. Man wächst als Schreiner daran, wenn man die eigenen Arbeiten auseinandernimmt. Und sogar noch mehr, wenn man das mit fremden Werken tut. Geht zu einer Schreinerbank und verwertet euren Bogen oder etwas anderes, das aus Holz hergestellt ist. Okay. So, meine Liebe. Jetzt aber. Ich habe alles gesehen, was ich sehen musste. Ihr seid eine gute Schreinerin mit einer ruhigen Hand. Sehr schön. Dann bin ich jetzt bereit. Sicherlich. Ihr seid mehr als qualifiziert, um Schreinerschriebe zu erfüllen. Ich werde euch auf der Stelle zertifizieren. Na, danke. Okay, Moment. So. Leb wohl. Dann hätten wir das... Ach, ich will nicht noch... Ja. Beweist mir, dass ihr euch in einer Schmiede... Ja. Ich möchte, dass ihr einen einfachen Eisendolch herstellt. Ihr, okay. Ja, ihr müsst beweisen, draußen vor der Stadt gibt es ein... Machen wir das auch noch, dann ist dieses Zeichen über ihrem Kopf weg. Ja, und wer bist du? Was? Hey da, ihr habt einen hungrigen Blick. Die Augen Nein. einer... Im Moment nicht. Oder doch, komm. Machen wir was anderes. So. Hey da, ihr habt einen hungrigen Blick. Die Augen einer wahren Wettstreiterin, das kann ich sehen. Nun, meine Freundin, Ruhmesgeschichten ist das richtige Spiel für euch. Was ist denn Ruhmesgeschichte? Es ist natürlich ein Spiel. Ein Kartenspiel, um genau zu sein. Voller Wendungen, Nervenkitzel und schluchtentiefer Strategie. Ich bin umhergereist und habe neue Spieler angeworben. Es war eine Menge Beinarbeit. Doch wenn man die Freude der neuen Spieler sieht, hat sich jeder Schritt gelohnt. Wie spiele ich es? Ha, noch jemand, der auf den Geschmack gekommen ist. Wenn ihr das Spiel lernen wollt, solltet ihr nach Gonfalon auf Hochinsel reisen und mit meinem Freund Bragas sprechen. Ihr findet ihn in der Spielhalle der Stadt. Er stattet euch aus. Ich wünsche euch sichere Reisen und viel Glück bei dem Spiel. Ja,
Den werde ich jetzt erstmal nicht suchen, denn Ganfalon, kann ich ja schon euch sagen, ist nämlich Hochinsel Heils. Und da wollen wir ja noch nicht hin. So, wo sollen wir da hin? Hier bin ich erst mal da gelaufen. Deni, Pohade und Tau. Deni, Pohade und Tau. Ja. Wie gesagt, schaut doch mal am Zweitkanal vorbei. Der nennt sich Sarah Let's Plays Sarah Let's Plays ESO 007. Schaut doch mal da vorbei, da seht ihr dann High ESO direkt schon. Ja, weil ich habe ja gesagt, hier möchte ich das nicht mittendrin machen. Hier werden wir schön alles von Anfang bis Ende durchziehen. Und deswegen habe ich einfach einen zweiten Kanal und dann kommt halt nur High ESO. Auch keine anderen Spiele, das ist halt mein ESO High ESO Kanal. Und wer weiß, wie lange ich mit diesem Elder Scroll hier brauche, werden dort natürlich die neuesten Sachen immer kommen. Gut, abgeschlossen. Such nach Eisen. Such in, ich muss jetzt wieder zurück. Ist auch nichts hinter mir. Nicht durch, ich bin zu dick. Also von dem her. Ich finde es eine schöne Geschichte. Ist jetzt gefallen. Also ich bin auch nicht noch. Noch nicht so weit. Ich ganz ehrlich. Eine unbekannte Verdammnis hat die sonst so friedlichen Geister des Waldes aufgestachelt. Also bis jetzt bin ich noch gar nicht so weit. Hört her, Kartenhaie und Sammler. Stellt eure Schleue und euren Hut bei einem brandneuen Kartenspiel auf die Probe. Ich bin da auch so wie hier, sagen wir, hin und her tängeln, mache so kleine Nebenquests, um zu questen. Da. Da bin ich wieder. Ihr seid zurück. Ich nehme an, ihr habt genug Erz gefunden? Ja, das sollte genug sein. Die Veredelung von Erz zu Barren ist ein idealer Weg zum Muskelaufbau, zumindest in einem Arm. Am besten wechselt ihr gelegentlich vom einen auf den anderen Arm, ansonsten werdet ihr ganz schief. Ja, ich hab die Eisenbahn. Was kommt als nächstes? Geht zur Schmiedestelle und stellt einen Eisendolch her. Nichts Aufwendiges. Ihr solltet nicht mehr als zwei Eisenbarren benötigen. Oh, und ihr werdet ein Stilmaterial brauchen. Ihr könnt sie bei allen Schmieden kaufen oder selbst eines sammeln, wenn ihr umtriebig seid. Was sind Stilmaterial? Alle Völker haben ein traditionelles Material, das sie in ihre Waffen und Rüstungen einarbeiten. Das kaiserliche Stilmaterial ist zum Beispiel Nickel. Ich sollte das wissen, denn im Legionslager wurde es Tag für Tag haufenweise verarbeitet. Nun gut. Was sollte ich erstmal veredeln hier. So, herstellen. Ein Eisendolch. Haben wir, ne? So, meine Liebe, und jetzt? Stellt einen Eisendolch her. Ihr werdet einige Eisenbarren und ein Stil. Ja, schon fertig. Sind die Stilmaterialien. Aber ich bin mir sicher, das wisst ihr schon.
Ja, ich habe es herausgefunden. Was soll ich sonst noch für euch tun? Als nächstes kommt das Verwerten. Man kann eine Menge lernen, wenn man etwas in seine Bestandteile zerlegt. Selbst dann, wenn es eine eigene Arbeit ist. Geht und verwertet euren Dolch. Oder meinetwegen irgendetwas anderes. Solange ihr es nur an einer Schmiedestelle tut. Ja, machen wir. Verwerten. So. Mein Lieber, so. Ihr findet euch in einer Schmiede wirklich gut zurecht. Ihr seid eine Schmiedin. Lasst euch bloß nichts anderes einreden. Ich bin alles. Also, ich bin bereit. Selbstverständlich. Ich werde euch sofort zertifizieren, damit ihr gleich Schmiedeschriebe erfüllen könnt. Gut, danke. Ich habe euch nichts mehr beizubringen. Habt ihr mit Danel Telenor gesprochen? Er kann euch für Verzauberung, Alchemie und Versorgung zertifizieren. Als ich das letzte Mal von ihm hörte, war er in der örtlichen Magiergilde. Okay, ich habe ein paar Fragen. Selbstverständlich. Was wollt ihr wissen? Nichts. Gut, das hätten wir gemacht. Das ist auch erledigt. Dann würde ich mal sagen. Kann ich die noch? Reparieren. Gut, habe ich repariert. Dann Schulter. Aber die könnte ich mir irgendwann mal veredeln, oder? Na ja, egal. Gut. Sprech mit dem Schneider. Wieso soll ich denn jetzt mit dem Schneider reden? Ich hab's vergessen. Okay. Warum muss ich mit dem Schneider? Ich da eine Quest für? Bestimmt wegen Verzauberung. Hey, Karim Winter. Interesse an hervorragenden Kleidungsstücken? Vielleicht etwas in Seide? Niemand verlässt meinen Laden mit leeren Händen. Ja, ich suche nach einem Umhang mit einem Sichelmond drauf. Ich fürchte, die sind unverkäuflich. Der Sichelmond ist das Wappen der Familie Kasimir, der Herrscher von Dolchsturz. Ach so, ja, stimmt ja. Warum würde ein Toter das auf einen Zettel schreiben? So ein hagerer Kerl mit einem Hund. Das ist Roy. Nun, das war Roy. Es tut mir zwar leid, dass er tot ist, aber das überrascht mich nicht. Wenn ihr herausfindet, was Roy wusste und wer ihn getötet hat, wird euch ganz sicher irgendwer dafür belohnen. Man kann dabei aber auch sehr gut selbst umkommen. Ja. Wart ihr gut mit Roy befreundet? Denke ich. Ich habe Roy gemocht. Er hat auf die Händler hier aufgepasst. Und dafür haben wir Roy geholfen. Ich habe die Ohren gespitzt und Roy wissen lassen, was die Leute so erzählen. Immer wenn wir ihm etwas Wichtiges erzählt haben, hat Roy dafür gesorgt, dass die richtigen Leute es erfahren. Okay. Erzählt mir mehr über Roy. Roy war ein guter Mann. Er war Dolchsturz treu ergeben. Die Leute haben ihm vertraut. Selbst dieser alte Hund hat ihn geliebt. Okay, ich habe die Bedeutung aller Punkte auf der Liste entschlüsselt. Wem sollte ich davon berichten? Redet mit Hauptmann Aresin, wenn ein Verbrechen begangen wurde. Die Sicherheit der Stadt fällt in seinen Aufgabenbereich, also könnt ihr euch ruhig an ihn wenden. Er ist üblicherweise bei der großen Treppe hinter der Magiergilde. Er hat immer ein Auge auf den Weg zum Kastell. Okay, was habt ihr sonst so anzubieten? Antifallen, Schild des Schneiders, Gartenstrauch. Trottmittler, Rüstung. Hm.
Dann würde ich doch mal sagen. Dass ich die mal ein bisschen aufwerte. Dann. Das ist das, was ich anhabe, ne? Und ich kenne das. Nochmal aufwerten. Warte. Episch, 10-mal elegantes Futter. Okay. Aber jetzt haben wir schon mal 1220. Dann brauche ich das nicht so schnell. Brauche ich das nicht so schnell wechseln. Sachen ein bisschen verwerten. Lederstiefel zum Beispiel. Wir können aber auch was analysieren. Ja. Etwas Neues kann man auch nicht machen. Ich gucke, ich bin halt, obwohl ich sagen muss, ja, wir sind halt nicht so weit. Wir sind Stufe 15 oder so. Hoch Elfen. Was haben wir noch? Sonst nix. Okay, Bretone. Wir nehmen Adamat. Und machen aber mal. Oh, das war scheiße. Ja, okay. Das war Blödsinn. Ich muss doch hier. So. Jetzt herstellen. Schuhe. Polster. Schärfe. Das ist halt schon mittel. Gut. Verwerten. Das war Blödsinn. Mal anprobieren, mal gucken, wie es ausschaut. Achso, das ist das, was wir haben. Was wäre das? Das haben wir ja auch noch. Wir haben eigentlich gute Sachen. Finde ich hässlich. Ich
mag die Dinger nicht. Kann ich das vielleicht noch aufwerten? Das würde ich gern noch aufwerten. Wieso geht das nicht? Gebunden, Agunia. Oh, geht nicht. Okay. Laufen wir mal ein bisschen so. Gut, ihr Lieben. Ich würde aber auch sagen, dass ich jetzt den Part beende und im nächsten Part... Gehen wir dann petzen? Also, petzen. Sagen wir Bescheid, wer wie, was wen umgebracht hat. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch. Kommentare, Tipps und Tricks, wie immer, würde ich mich sehr darüber freuen. Und bis zum nächsten Mal. Adios.